Jung, Ding, Dong, Dai, Dong, ein witziges Gong, Gong. Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Hallöchen. Wie ihr seht, haben wir vor uns hier wieder eine kleine Kiste stehen. Ja, heute mal eine andere Perspektive. Ja. Wir sind mal an den Tisch gegangen, weil sich das eventuell einfacher machen lässt. Ne? Ja, denn diese Box ist prall gefüllt mit lauter japanischen Snacks. Das hatten wir schon lange mal vor zu testen und jetzt trauen wir uns mal ran. Ja. Und ja, ich würde sagen, wir reden gar nicht lange um den heißen Brei, sondern greifen einfach mal rein. Und das Erste, was ich hier sehe, ist tatsächlich auch was, das würden wir ans Ende packen. Hm. Weil, das habe ich schon mal gesehen, das ist wie so eine Art, ich nenne es jetzt mal Chemiebaukasten. So eine Art Do-it-yourself Essen, genau. Süßigkeiten zusammenstellen, genau. Making. Da ist hier hinten dann so eine Beschreibung, da muss man verschiedene Sachen zusammenrühren und dann kommt am Ende was bei raus. Und da das ein bisschen länger dauert, machen wir das am Ende dann einfach. Na? Das tun wir erst mal hier hin und jetzt such doch mal das Erste aus, was wir jetzt naschen können. Wir werden das auch kosten, ja. Also das, alles. Wir sind ein bisschen, ich bin so ein bisschen mit geteilten Gefühlen, gehe ich daran. Es sind übrigens 52 Naschereien wohl drin. Also 52 Alter, ich stelle die Box mal hier auf die Seite. So. Ja, und zwar habe ich hier Nyong Ding Dong Dai Dong. Ein witziges. Hä? Ich würde sagen, wir nehmen dazu mal. Also hier steht auch nichts Deutsch drauf. Übrigens ist es haltbar bis 21.07.19. Ja. Nee, ich glaube, das ist bei denen doch andersrum gemacht. Ach so, bis 1921. Richtig. Das ist bei den Japanern doch andersrum. Alles gut, wir werden hier keine Bauchschmerzen. Na gut, weiß, müssen wir nicht, vielleicht ja doch. Ja, wahrscheinlich. Mach's einfach mal auf. Ich würde sagen, wir kosten es für acht und danach lassen wir es uns erst übersetzen. Ja, es oder? Fühlt sich ein bisschen lustig an. So ein bisschen wie Kekse. Okay. Ach, das sind so kleine Sachen. Hast du es schon mal an die Kamera gezeigt eigentlich? Ja, guck mal hier, das mit so einem kleinen Manekiken drauf. Ich glaube, wir hatten ja schon mal. Wir hatten ja. Das macht mir ja gerade Mut. Das riecht wie Hühnchen. Das sollen auch kleine Hühner sein, oder? Oder kleine Schweine? Ich glaube nicht, dass das eine Form sein soll. Ich nein, sagen, das ist wieder irgendwas, was mit so Karamell im Butter ist. Das wäre natürlich geil, aber es riecht komisch. Riech mal dran. Ja, ich habe schon dran gerochen. So, na dann. Cheers. Okay, kein Karamell im Butter, aber es schmeckt geil. Aber hat. Das schmeckt ein bisschen wie geröstetes Toast so. Ja, aber so ein bisschen mit dem Geschmack von der Knusperhaut vom Hühnchen, vom Broiler. Vom Broiler. Wer kennt noch Broiler? Kennt ihr alle noch einen Broiler? Was ist denn das? Die Übersetzung hier steht. Irgendwas in Salatöl gebraten, das salzig, lecker, ich werde jetzt ein schlimm. Starkes Kind. Ich finde es jetzt, ja, da wird man natürlich stark. Aber ich finde es nicht schlecht, kann man sich so wegsnacken. Ist okay auf jeden Fall. Ich finde die Konsistenz nice. Ich nehme gleich mal das Nächste. Hier sind eine Menge von so einen, ich sage jetzt mal Stangen drin, also wirklich viele. Da fangen wir uns einfach mal mit der ersten an. So eine Stange, das habe ich auch schon mal gesehen, das ist auch irgendwas Knusperisches. Ich weiß jetzt noch nicht, was das hier für einen Geschmack haben soll. Ach, so sieht das Ganze aus. Guck mal, so ein Löchli. Das hat man in der Tat bei japanischen Süßigkeiten oder asiatischen immer so dieses. Oh, wonach riecht denn das? Dieses meistens wieder auf jeden Fall salzig, sauer. Das riecht. Keine Ahnung. Ganz eine ekelhafte Konsistenz. So, das ist jetzt knusprig, schmilzt dann aber auf der Zunge sofort. Der Geschmack ist extrem krass, sehr stark. Das schmeckt wie irgendwie so eine süß-sauer Suppe. Aber das ist ja wirklich. Mach du schon mal die nächste, weil es sind mehrere Stangen drauf. Ich würde sagen, halt. Das
du die ganzen Stangen erstmal abdecken? Na, zumindest mal so 2-3 würde ich jetzt einfach mal sagen. Also die wiegen nichts, ja? Das ist immer nur leicht. Ich dachte, hier ist McDonald's einfach mal. Aber was halt nice ist, finde ich immer so die Verpackung, da ist alles immer irgendeine Figur, ein Hund, extrem bunt. Also das riecht wie süß. Ich finde, das riecht eher wie würzig, so Maggi-Suppenmäßig. Das hat einen ganz komischen Abgang. Das hat was Schrimpsiges. Auf jeden Fall ist irgendwas mit Fisch drin. Könntest du hier was erörtern? Nee. Aber das hat was von Schrimps tatsächlich. Das schmeckt so. Aber, weil es weil das sowas Fischiges hat. Ich weiß auch nicht. Ich finde das gut. Ich würde sagen, wir machen einfach mal noch so eine dritte auf. Ja, hoffentlich ist das auch herzhaft. Das ja, ich glaube, die sind alle herzhaft. Hier ist auch so, weil das so rosa ist, vielleicht ist es auch mit Krabbe oder sowas, ne? Mhm. Auch nicht auf den Bildern, was das annähernd sein könnte. Nee, zeigen die gar nicht. Also, ich denke mal, dass hier oben das hier vielleicht was sagen soll. Ein schreiendes Kind drauf. Was das heißt? Einfach Salatgeschmack. Boah. Hier was? Steht Salatgeschmack. Okay. Also muss hier oben gucken wahrscheinlich, was das heißt. Das ist aber schon zerrissen, da erkennt ihr das nicht mehr. Das soll jetzt Salatgeschmack sein. Das riecht einfach mal nach gar nichts. Ein Salat? Ich finde halt die Konsistenz von den Dingern. Ja, guck mal, so sieht das aus. Da ist halt so ein Loch drin. Kostet mal bitte. Schmeckt das für dich nach? Doch, so ein bisschen Seesalat-mäßig. Und wirklich krass. Ja, das ist doch irgendwie, ne? Nicht wie das krass. Das schmeckt mir. Aber geil. Das finde ich wieder geil. Das hat wirklich sowas von so einer Salatmischung. Komm, das essen wir jetzt mal auf. Keine Sorge, die Sachen, die jetzt hier geöffnet sind, die werden auf jeden Fall alle aufgebraucht. Ne? Das ist richtig geil. Das stimmt. Salatgeschmack hat bestanden. Soll ich einfach mal reingreifen? Oh, ich habe noch so ein Ding. Na dann, machen wir einfach. Guck erstmal, was es ist. Yakitori-Geschmack. Was ist Yakitori, Freunde? Wenn jemand von euch weiß, was Yakitori ist, schreibt es mal in die Kommentare. Also, das hat sich bis jetzt gesteigert. Ne? Ich finde halt, dass das halt für so ein geiles Ding für zwischendurch ist. Oh, das sieht aber würzig aus. Yakitori-Geschmack. Ist bestimmt irgendeine Special-Soße aus Japan oder so. Wo mach ich mal drin? Woran erinnert mich das denn? Erinnert mich auch. Sojasauce? Ja. Hat auch eine Sushi. Schmeckt ein bisschen wie Sushi. Aber ohne Fisch. Es hat ein bisschen was auch von eingelegtem Schwein oder sowas. Irgend so eine Soße. Oh, an die Dinger könnte ich mich in Japan auf jeden Fall gewöhnen. Ja, die sind lecker. Also so. mit der Zeit so. Ne? Oh, jetzt ist glaube ich was Süßes. Das sieht aber hart aus. Okay. Guck mal. Da reicht aber mal eins essen. So sieht das aus. Das sind so komische Knöpfe dazwischen. Knöpfe zum Annähen. Was sind das? Das ist ein hartes Bonbon. Guck mal hier einfach so ein Teil. Ah. Das ist nicht kaputt. Das ist einfach wie Traubenzucker, glaube ich. Ach, hier wie diese Traubenzuckerketten. Schmeckt doch fast genauso. Sehr fruchtig, also wie so ein Traubenzucker. Also ein bisschen Peach-Geschmack, ne? Oder? Ich finde, bei sowas schmeckt man sowas immer nicht raus. Aber. Also Traubenzucker. Ist jetzt nichts weltbewegendes, es ist halt ein Traubenzucker. Aber lecker. Ja, Traubenzucker ist ja auch was Feines. Ich finde halt krass die Verpackung. Was ist denn das? Das sieht aus wie so ein vergammelter Finger und es fässt sich auch so an. Das ist ja fürchterlich. Kinako-Stange. Eine Kinako-Stange. Sieht ein bisschen aus wie Lakritze, da ist irgendein Puder drum. Und aus irgendeinem Mehl, oder? Hallo? Viel Spaß. Was bitte ist denn das? Das schmeckt wie Pappe. Das schmeckt, als hätte ich jetzt hier in den Karton gebissen.
Oh, das ist übelst eklig. Ich habe hier extra eine Flasche Wasser hingestellt. Kannst du die mir bitte geben? Das oder hat ist so das fürchterlich? Ich denke mal, das ist aus irgendeiner Bohnenpaste oder sowas. Oh, das ist irgend so ein... Oh, das ist ja ganz was Schreckliches. Nee, weißt du, was es ist? Nein. Da sind Erdnüsse mit drin. Mhm. Das ist gar nicht so schlecht. Ich mag ja Erdnüsse, aber das geht gar nicht. Das schmeckt wirklich so, als hätte ich in den Karton gebissen. Hm. Nur wenn es dir schmeckt, dann ist deine. Okay. Nee, ist überhaupt nicht meins. So. Hier ist Winnie Pooh drauf. Und das sieht einfach nur aus wie ein übelster Marshmallow. Winnie the Pooh? Winnie the Pooh. Und das ist immer wieder drin. Alter. Ist das so wie so ein Mochi? Nee, das ist einfach nur ein Marshmallow. Das Marshmallow? Mehr als Marshmallow ist das nicht. Gehe ich die Hälfte? Ja, ich würde sagen, wir beißen ab. Ja, dann beiß. Ah, komm. Marshmallow mit Paste drin. Ein gefüllter Marshmallow und er schmeckt nicht. Er schmeckt nach Marshmallow, aber diese Füllung ist halt so dieses extrem künstliche Erdbeergeschmack. Ja. Oder? Ja. Ist halt auch schnell weg. Ja. Ist jetzt nichts Besonderes. Nee. Nicht gut. Nicht übel schlecht, aber. Okay. Oh nein, schon wieder sowas Komisches. Oh, das sieht aber auch aus wie irgend sowas. Gucken, ob sie was erkennt. Können wir euch mehr sagen? Hallo Lippengröße. Was? Was? Kleines Schnitzel steht hier. Das sieht aus wie ein kleines Schnitzel. Na dann? Ja, das kann ja auch immer täuschen. Kleines Schnitzel. Also die Japaner haben furchtbar viele so eine ganz kleinen Süßigkeiten, die halt so auch so extrem viel verpackt. Das riecht wie Schnitzel. Ehrlich? Zeig. Ohne Mist. Das riecht wie ein Schnitzel. Tatsache. Das ist strange. Man merkt wie ein Schnitzel. Also nicht ganz wie... Die Panade vom Schnitzel. Also nicht ganz wie ein deutsches Schnitzel, aber... Das schmeckt wie die Panade vom Schnitzel. Wie so ein Schweineschnitzel. Krass. Das ist furchtbar seltsam. Aber lecker, hinten im Abgang auch ein bisschen scharf, ne? Die haben komische Sachen. Hier haben wir dieses, jenes, welches. Bam, bam. Das sieht mir wieder wie... wie heißt es denn? Das habe ich vor uns gesagt. Weiß ich nicht. Wie... na, hier muss man gerade schon das hier. Traubenzucker. Traubenzucker, danke schön. Ganz kleine Traubenzuckerlis, würde ich jetzt mal meinen. Prost. Oh. Mm. Oh, die gehen aber ganz schnell weg. Extremer Orangengeschmack. Mm. Ganz geil, irgendwie wie so eine Limo. Mm. Und die werden sofort flüssig auf der Zunge. Mm. Wie so eine Orangenfanta. Ja. Also es ist zwar ein Traubenzucker, aber einer, der halt wirklich sehr schnell verflüchtigt wieder. Das stimmt. Ja. Was haben wir noch? Ach so, einige. Ich weiß nicht, ob ich das essen will. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Das sieht auch das auf jeden Fall wieder so ein Mais-Reis-Flake irgendwas Gebäck. Nur, dass es halt sehr, sehr trocken ist. Oh. Der klingt, als ob du eine Dachrinne isst.